Attila Hördiger kam am 21. April 1896 in Budapest zur Welt. Die Zeit, die vorbei ist, scheint einem schnell vergangen, aber während sie vergeht, wird es einem lang. Er starb im Alter von 91 Jahren in Wien. Gegangen. Ja, wohin? Irgendwohin, von wo niemand mehr zurückkehrt. Mein Vater war Ingenieur und hat eine große Erfindung gemacht. Das Plattenventil, das Stahlventil, das wird noch heute fabriziert in der ganzen Welt. Da hatte er die Millenniumsausstellung in Budapest aufgebaut. Und meine Mutter sprach ganz gut Ungarisch. Und so kam ich in der ersten Volksschulklasse in Budapest, kein Wort Deutsch, ich war ein glühender Ungar, für ein Kind selbstverständlich. Es war immer schon ein kleiner Traum von mir, ungarisch Theater zu spielen. Denn die ersten 6 Jahre meiner Kindheit habe ich in Budapest verbracht. Und die ersten Worte, die ich in meinem Leben gehört habe, waren ungarisch. Nun waren die Ungarn seit jeher starke Chauvinisten. Und jeder, der die Millenniumsausstellung mitgebaut hat, musste ungarischer Staatsbürger sein. Und so war auch ich ungarischer Staatsbürger, als ich dann nach Wien kam. Ich habe den Ersten Weltkrieg mitgemacht bis zum Schluss. Und wie ich heimkam, da wusste ich nicht, was ich anfangen soll. Als er 1918 nach Wien zurückkehrt, ist er Leutnant. Noch zuvor hat er die Kriegsmatura bestanden. Nach einem Fronteinsatz als Freiwilliger in der Ukraine ist er zur Gebirgsartillerie an die Dolomitenfront transferiert worden. 30 Jahre später wird diese Epoche in einem der besten österreichischen Nachkriegsfilme aufgearbeitet. Der Engel mit der Posaune. Furchtbare Nachricht. Was denn? Sarajevo, den 28. Juni 1914. Heute Vormittag um 10:30 Uhr fielen seine kaiserliche Hoheit, der Thronfolger von Österreich, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Herzogin Sophie von Hohenberg in Sarajevo auf der Fahrt vom Rathaus in den Konak einem von langer Hand vorbereiteten Mordanschlag zum Opfer. Die Attentäter befinden sich in Haft. Das bedeutet selbstverständlicherweise Krieg. Krieg mit Serbien. Nach dem Ersten Weltkrieg wird der ältere Bruder Paul Hörbiger Schauspieler. Attila besucht zunächst die Hochschule für Bodenkultur. Die Eltern sind nunmehr verarmt, denn Vater Hans hat Kriegsanleihen gezeichnet und sein gesamtes Vermögen verloren. Gegen den Willen der Eltern wendet sich nun auch Attila Hörbiger dem Schauspielerberuf zu. Als Regisseur Michael Kertész zur Zeit der größten Inflation auf dem Gelände des Lahrbergs einen Monumentalfilm im Stile Hollywoods dreht, verdient sich der Jungmime ein paar Groschen als Komparse. Doch eigentlich drängt es ihn zur Bühne. Ich habe mich in ein junges Mädchen verliebt und war für Czernowitz ins Theater engagiert worden. Da waren die Brüder Gutmann dort. Das zweite Jahr, wo die Gutmanns das Theater wieder eröffnen wollten, hat sich herausgestellt, sie haben keine Konzession. Es war damals schon rumänisch. Wir mussten über Nacht wieder zurück. Angefangen habe ich eigentlich mit einem blamablen Hinauswurf. Ich habe in Wiener Neustadt eine Rolle bekommen, der ich nicht gewachsen war. Wissen Sie, ich habe doch überhaupt keine Schule gehabt, nicht? Ich habe ja nur in der Provinz gelernt. In der Provinz musste er seine Garderobe selber mitbringen. Seine Schauspieltechnik war mangelhaft, sein Auftreten ungelenk und steif, aber er wirkte sympathisch. Ich habe Gott sei Dank diese Zeit noch mitgehabt, wo in den sogenannten deutsch-böhmischen Provinzstädten erstklassig Theater gespielt wurde, aber lauter Anfänger. Aber sie haben Disziplin gelernt, sie haben Sprechen gelernt, sie haben vor allem den Ernst des Berufes dort erkannt, denn die Gage war immer klein. Diese deutschen Theater damals in der Tschechoslowakei waren vorbildlich geleitet. Deutsch war damals noch keine feindliche Fremdsprache. Und von Reichenberg nach Prag, da war ich schon eigentlich unter Beobachtung der Familie Timig, die ja mit Reinhard nahe verwandt waren. In Prag habe ich meine Frau kennengelernt. Also bleibt mir Prag ewig in Erinnerung. Ich habe sie mir ausgesucht, ist mir gelungen.
bis zum letzten Moment. Und dann bin ich erst entdeckt worden durch Hans Thiemig, der in Brünn zufällig gastiert hat. Und Hans Thiemig hatte die Verbindung gehabt zu Reinhard und zu seiner Schwester natürlich. Und der nächste große Augenblick war, dass Max Reinhard gekommen ist und mich angeschaut hat. Und der hat schon gesagt, ja, den können wir brauchen. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Damals war noch ein guter Reiter und an sich ein Sportsmann sehr gefragt. Es war Stummfilmzeit, also ich habe mir irgendwelche Chancen ausgerechnet. Erst in Wien wird Attila Hörbiger wegen seines stattlichen Äußern für insgesamt 4 Stummfilme engagiert. 1930 spielt er einen Ganoven. Seine Partner sind Paula Pfluger, Annie Rosar und Kurt Dehn. Zuvor schon debütiert er unter Reinhard am Theater in der Josefstadt. Die Rolle des Franzi hat er bereits in Brünn und Prag gespielt. Die Rolle des Kellners Tunichtgut in Ferdinand Bruckners Stück Verbrecher ist ein weiterer künstlerischer Schritt nach vorn. Schließlich holt ihn Reinhard nach Salzburg. Meine Frau, die hat mir gesagt, bitte mach jetzt keine Geschichten, nimm ja nicht irgendeine Rolle oder schon gar nicht den Jedermann auf, wenn nicht Max Reinhard selbst Regie führt, wenn er nicht selber dich in die Hand nimmt und bearbeitet. Nun war aber Max Reinhard in der Zeit schon längst in Amerika. Und ich habe ja nicht gewagt, daran zu glauben, es ist ihm telegrafiert worden, ich könnte nur unter dieser Bedingung den Jedermann spielen, wenn er selbst herüberkommt. Was tut der liebe Gott, was tut das Wunder? Er kam wirklich hierher. Attila Hörbiger spielt diese Rolle zunächst 3 Jahre. Für Reinhard war er der beste Jedermann. Ach nein! Ab 1947 ist das Spiel vom Sterben des reichen Mannes wieder Fremdenverkehrsattraktion Nummer 1. Reinhard hat mir gesagt, wenn der Tod kommt, so legt er die Hand über den Jedermann ans Herz. Er hat mir nur gesagt, holen Sie früher tief Atem, das war von Reinhard. Denn er haucht den Tod aus. Er stirbt nicht so, wie es also jetzt oft gemacht wird, einfach Unfall, sondern. Von deines Schöpfers Majestät bin ich nach dir ausgesandt und das in Eil. Drum stehe ich da. Ausgesandt. Nach mir. Ausgesandt nach mir. Seine unverfälschte Urwüchsigkeit darf er 1962 bei den Salzburger Festspielen entfalten. Als versoffener Schuster Knierim in Nestroys Posse Lumpazi Vagabundus. Danke. Eine legendär gewordene Inszenierung von Leopold Lindberg. Bitte, haben Sie nicht ein anderes Glas? Ja, warum? Denn das gehört ja zum Slivovitz. Ja. Was macht er denn da? Nur damit man das Glas nicht mit Hobby rutscht. Wenn man das Publikum, das Haus in der Hand hat, dann kann man es führen, also wie... Wunderbar. Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Paula Wessely, brilliert Attila Hörbiger in den 60er Jahren als Major Cornelius Melody in Eugene O'Neills Drama Fast ein Poet. Die Kritiken sind hymnisch.
Na, ich weiß, was du denkst. Warum hast du nicht den Mut, das endlich einmal auszusprechen? Bei Gott, ich würde mehr Achtung vor dir haben. Nichts ist mir so zuwider wie diese grässliche Unterwürfigkeit. Am heiligen Christophorus, manchmal glaube ich wirklich, dass du mich absichtlich hineinhetzt. Das ist dann deine einzige Überlegenheit, auf die du dich berufen kannst. Stimmt's? Das tue ich nicht, Conny. Ich will nur dein Bestes. Ich kann's nicht ertragen, wenn du... Na, verzeih. Na, also, entschuldige, das war unmöglich von mir, bitte entschuldigen. Bitte steh hier. Ja, also ich gebe zu, ich habe das als Medizin nötig gehabt. Jetzt bin ich wieder besser beisammen. Bitte. Das Theater in der Josefstadt ist seit den frühen 30er Jahren seine künstlerische Heimat. Seine unverwüstliche Vitalität prädestiniert ihn zunächst für Rollen wie den Petruchio. Paola Wesseli ist sein widerspenstiges Käthchen. Susi Nicoletti spielt diese Rolle bei seinem Burgtheaterdebüt. Damals, 1950, dient noch das Ronacher als Ausweichquartier. Erst 1955 wird das Haus am Ring mit Grillparzers Drama König Ottokars Glück und Ende festlich wiedereröffnet. So leih ich euch die Markgrafschaft von Mähren und nehm euch in des Reiches Eid und Pflicht im Namen Gottes und durch meine Macht. Steht auf, Herr König, und mit diesem Kuss begrüße ich euch als Lehnsmann und als Bruder. Am Burgtheater erlangt Attila Hörbiger seine volle künstlerische Reife. Das Repertoire seiner Rollen scheint unerschöpflich. Abwechselnd spielt er in Stücken zeitgenössischer Dramatiker und in Klassikern, Komödien und Tragödien. Seine Leistungen werden in zunehmendem Maß nuancierter, die Darstellung menschlicher. Keine äußerlichen Effekte mehr, erschöpft aus seinem Inneren. Den Ernst des Schauspielerberufs, so betont er immer wieder, hat ihm seine Frau Paola Wesseli beigebracht. Das Burgtheater ist das Ende und die Endstation jedes begabten Schauspielers deutscher Zunge. Dies war stets oberstes Gebot für ihn, fast 35 Jahre lang. Und so tritt er 1984 noch einmal hier auf, in einer kleinen, aber feinen Rolle. Schämt er sich nicht, auf seinen alten Tag noch hitzig zu werden? Warum hat es eingeschlagen im Dezember? Ich will's wissen. Ja, ich kann nichts dafür, ich kann wirklich nichts dafür. Aber der Sommer, der tut mich immer lustig, der Sommer... Ist schuld daran. Die Rolle ist so klein, dass wenn jemand sein Programm auf die Erde fallen lässt, wenn ich auftrete und er hebt's auf und steht wieder auf, bin ich schon wieder weg. Im Lauf eines halben Jahrhunderts hat Attila Hörbiger zahlreiche Filme gedreht, darunter mehrere mit Paola Wesseli. Anfangs in den 30er Jahren produzierte er sich gern als vitaler Kraftkerl. Später dann kam er, wie viele andere auch, in den Sog des Nationalsozialismus. Sowohl er als auch die Wesseli haben ihre Mitwirkung in Filmen jener Zeit tief bereut. Der Engel mit der Posaune sollte zu einem Dokument der Bekehrung werden. Ich will alle, zu denen ich hart und unbarmherzig war, alle, denen ich Kummer und Sorgen bereitet habe, alle, die ich verletzt und getreten habe, ich will sie alle, die Leben und die Toten, um Vergebung bitten. Kammerschauspieler Attila Hörbiger starb am 27. April 1987, knapp nach Vollendung seines 91. Lebensjahres.